100 Gramm Puderzucker, einem Spritzer Kuchen. Zitronen. Ernsthaft? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Christina und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die gemütliche Jahreszeit fängt an und ich habe gedacht, ich bringe uns so ein bisschen in Herbststimmung. Also ich wollte heute 3 Rezepte ausprobieren, die allesamt etwas mit Kürbis zu tun haben. Und ich wollte den Wohnbereich ein wenig schmücken. Ich würde sagen, wir starten direkt. Und da ist noch jemand, der Hallo sagen möchte. Hi! Da ist noch jemand, genau. 2. Nein! Was hat er gemacht? Auf meine E-Mail. Nein, hat er die abgeschickt? Nee, hat er nicht. Oh Gott. Was ist das? Domi muss heute arbeiten und ich, wie gesagt, kümmere mich so ein bisschen um unsere Herbststimmung. Viel Spaß mit dem Video. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Rezept Nummer 1 ist eine vegane Kürbissuppe. Dafür brauchen wir einen Hokkaido-Kürbis, so um die 900 Gramm. Ein kleines Stück Ingwer, eine Knoblauchzehe, 3 Möhren, 2 Zwiebeln, 2 Kartoffeln und um die 100 Milliliter Kokosmilch. Wenn ihr das nicht so gerne mögt, könnt ihr stattdessen auch vegane Sojasahne nehmen, dann bleibt das Rezept auch vegan. Und Öl zum Anbraten. Alle Zutaten für die unterschiedlichen Gerichte packe ich euch übrigens unten in die Infobox. Da könnt ihr einfach mal reinschalten. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben oder sowas, sondern ihr könnt da jederzeit nachgucken. Das Gemüse mit Wasser bedeckt und die Suppe braucht jetzt so um die 25 Minuten. Dann können wir sie pürieren und dann kommt auch noch die Kokosmilch dazu. Dann sind wir auch schon fast fertig. Timer 25 Minuten. 25 Minuten ab jetzt. Domi liegt im Fresskoma. Sagt man liegt oder isst? Ich liege gerade.
Und ich kümmere mich jetzt um unser Dessert. Und zwar gibt es Kürbiskuchen. Und dafür brauchen wir, einen Moment, 300 Gramm Kürbis, 120 Gramm Puderzucker, 120 Gramm normalen Kristallzucker, 120 Gramm Margarine oder Butter, je nachdem, was euch lieber ist, 3 Eier und 250 Gramm Mehl, ein ganzes Päckchen Vanillezucker und ein halbes Päckchen Backpulver. Dann noch ein bisschen Salz und das war's eigentlich. Also, los geht's. Was macht ihr denn da hinten? Keine Ahnung. Dann will ich, dass ich mich ausruhe. Für meinen Kuchen brauche ich noch ein bestimmtes Gewürz. Das holt Domi eben aus der Garage. Ich habe mir das im Internet bestellt. Dankeschön. Ich bin nass. Ich sehe das. Kümmere ich mich um die Herbststimmung im Haus. Ich habe ein paar alte Dekosachen rausgekramt und ich habe noch ein paar neue Dekosachen besorgt und die werden jetzt im Haus verteilt. Was sagst du dazu? Herbststimmung? Ja? Thank you.
So, der Kuchen ist soweit abgekühlt. Jetzt bereite ich noch ein Frosting zu. Das besteht aus 300 Gramm Frischkäse, 100 Gramm Puderzucker, einem Spritzer Zitrone. Ernsthaft? Kuchen! Einem Spritzer Zitrone und einer Packung Vanillezucker. Schön in die Kamera halten. Ja, mach das mal. Was machst du? Krönender Abschluss des heutigen Tages ist ein Pumpkin Spice Latte und dafür brauche ich Kürbispüree. Ich nehme mal diesen kleinen Kürbis und werfe den mal in den Ofen, ungefähr für 25 Minuten. Und dann schaue ich, ob das Fruchtfleisch weich ist. Ansonsten kann es sogar bis zu 50 Minuten dauern. Kannst du den schneiden? Soll ich den schneiden? Ja, bitte. Du machst das viel besser als ich. Das Kürbispüree ist fertig. Das sieht dann so aus. Übrigens, wenn ihr zu viel habt, so wie ich auch, dann könnt ihr den Rest einfach einfrieren. Das geht ziemlich gut mit Kürbispüree. Ich brauche davon 3 Esslöffel. Dann nehme ich 1 Teelöffel Vanillepaste, 1 Teelöffel Pumpkin Spice Gewürz. Das könnt ihr euch auch eigentlich selber zusammenmischen, falls ihr jetzt nicht so eine fertige Gewürzmischung habt wie ich. Dann brauchen wir 450 Milliliter Milch. Ich nehme Sojamilch und am Ende könnt ihr da noch Sahne drauf machen. Ich nehme ja zum Beispiel auch vegane Sahne, aber ihr könnt auch normale Sahne nehmen. Die Milch, die ihr hier seht, die schäume ich jetzt mit der Kaffeemaschine auf. Falls ihr aber keine Kaffeemaschine haben solltet, dann könnt ihr zum Beispiel auch so einen Milchaufschäumer benutzen. Die sind eigentlich ganz praktisch. Den haben wir auch schon ziemlich lange und der hält immer noch.
ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin auf jeden Fall in Herbststimmung gekommen. Ich hoffe, du auch. Ich auch. Sehr gut. Also wir machen es uns jetzt bequem und gemütlich und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls ihr irgendetwas nachkocht, dann freue ich mich über euer Feedback. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.